Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8, Leute, hier mit Squall am Start, der Rino retten will, immer noch. Oh. Können wir da hoch? Wo sollen wir denn jetzt hin? Ich glaube, da soll ich nicht... Wo soll ich denn lang? Hallo, Hilfe! Hier vielleicht lang? Ah, da. Okay. Da ist sie. Reden wir nochmal miteinander. Elion, ich flehe dich an. Es ist das erste Mal, dass ich glaube, etwas unbedingt tun zu müssen. Bring mich zu Rinoa. Na gut. Ich kann für nichts garantieren. Willst du es trotzdem tun? Schnell, auf die Position. Rinoa, wird sie denn sterben? Okay, was soll ich tun? Was soll ich denn machen? Ich soll da rein. Oha. Ab die Post. Leute, auch wenn nicht alle dabei sind bei Final Fantasy 8, anhand der Zuschauerzahlen sehe ich das ja. Ich finde es trotzdem echt spannend gemacht. Also wenn man dabei ist und wenn man es wirklich verfolgt, dann ist es voll die coole Story, Leute. Zurück zum Gefängnis. Irvine, Kineas. Befehl von deinem Vater, wir fahren nach Dailing City. Autsch, was soll das? Wir müssen den anderen helfen. Die kommen schon klar. Wenn es brenzlig wird, werden sie schon fliehen. Woher willst du das wissen? Squall sagt bestimmt, wir haben unsere Befehle und wird dort ewig bleiben. Das kann ich nicht zulassen, deswegen müssen wir sie rausholen. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Ach ja, die Rinoa. Die setzt sich mal wieder durch. Aua! Schon gut ist ja schon gut. Der Ring von Squall? Nö, ich weiß nicht, wo er den her hat. Ich will den gleichen haben. Der sieht wirklich gut aus. Der? Mit irgendeinem Monster drauf, oder? Genau. Ich werde dir den machen. Ich habe Übung darin. Wirklich? Juhu! Ja, das habe ich nicht kapiert, dass sie damals einfach schon den Ring haben wollte. Ich frag mal Squall, ob er mir den leiht. Aber man darf auch nicht vergessen, dass sie da noch recht jung auch sind, ne? Nein, bitte nicht. Warum nicht? Das ist mir etwas peinlich. Hä? Das verstehe ich ja jetzt gar nicht. Aha. Nein, nein, es ist nicht so. Dreht sich einfach um. Nein, Elione, das war zu weit zurück. Tut mir leid, Squall. Ich werde es nochmal versuchen. Okay, wir machen jetzt Zeitsprünge dank Elion. Elione, Elion. Elion. Wo bin ich? Das war damals. Ah ja, hier jetzt. Hier, da. Wird sie jetzt übernommen von Adelie. Adelie Melly. Rinoa. Und er will das jetzt verhindern. Ist etwas still gerade. Ich höre draußen die Bauarbeiten, die irgendwie immer, das ganze Jahr über, gefühlt da hinten irgendwo sind. Das ist nicht Rinoa, mein treuer Ritter Cypher. Achso, mein treuer Ritter Cypher. Die Hexe lebt. Die Hexe befiehlt dir. Artemisia? Ist die Hexe aus der Zukunft in Rinoa? Ist sie von Edea übergewechselt? Also es ist Artemisia. Wo ist Rinoa? Suche die sagenhafte Lunatic Pandora, die in den Tiefen des Ozeans schlummert. Die Hexe wird dich danach in das Reich der Träume führen. Rinoa, wo bist du? Antworte mir! Wie sie befehlen, ehrwürdige Artemisia.
Squall, ich habe Angst. Renoir. Ich komme immer manchmal durcheinander, wer hier was sagt, weil immer nur diese Kästchen sind. Wer ist da? Verschwinde! Das war sie, die böse Artemisia. Renoir! Oh, das war zu viel für Elion! Elion! Weißt du nun, was mit Renoir passiert ist? Hast du die Vergangenheit abgewendet? Nein, was soll ich nur machen? Das war derselbe Ausdruck wie damals, als du noch klein warst. Wie ein kleines Baby, so hilflos und süß. Ich erinnere mich nicht. Ist schon gut. Wichtig ist nur die Gegenwart. Ich habe es endlich begriffen. Du meinst, mir bleibt nur die Möglichkeit, sie in der Gegenwart zu retten, oder? Geh zu Renoir. Eure Gedanken sind eins. Bereit, Squall? In die Vergangenheit, die der Zukunft am nächsten ist. Dum, 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 dum. Lebenserhaltungssystem noch 15 Sekunden. So. Ob ich das überlebe? Oh Gott, ich weiß noch, wie ich damals stundenlang nach ihr gesucht habe. Ich kann nichts machen. Ich werde dahin treiben. Ja, wir werden auch einfach so bleiben. Ich bin früher nämlich so nach links, rechts überall hingeflogen. Allein bin ich so hilflos. Und habe sie dann nie gefunden. Das hat mich mega aufgeregt, als ich das zum ersten Mal in meinem Leben gespielt habe. Noch 0 Sekunden. Na. Ja, dann war es das jetzt nun. Überlebe ich? Wir machen einfach weiter. Wir kommen immer näher. Ich. Überlebe ich nicht? Ich. Das ist eigentlich voll schlimm, alleine im Weltall. Ich kann nichts machen. Lebenserhaltungssystem außer Betrieb. Eigentlich müsste man dann jetzt sterben. Das ist eigentlich voll schlimm, wie gesagt, im Weltraum ganz alleine. Dahin treibend. Darauf wartend. Ich kann nicht. Darauf warten, dass wir... Ich kann... Sind wir jetzt gerade eigentlich Squall oder sind wir Renoir? Nicht. Ich glaube, wir sind Renoir. Dann spreche ich sie die ganze Zeit falsch. Nicht aufgeben. Ha. Ich werde im All dahin treiben. Ja, ich glaube, wir sind Renoir. So. Nein, Renoir. Renoir. Habe ich es jetzt wieder nicht geschafft? Das ist so doof. Oder doch? Oder doch? Oder nicht? Doch, gleich. Das ist die Renoir. Die habe ich jetzt falsch gesprochen. Renoir ist allein im Weltall. Und hat keinen Sauerstoff mehr. Ist voll schlimm. Renoir, denk nach. Du musst nachdenken. Kommt aber Squall. Das lassen wir nicht zu, dass Renoir da so
kläglich, wenn auch mit einer schönen Sequenz stirbt, allein im Weltraum. Wie gesagt, das ist ganz, ganz schlimm, dass man darauf wartet, dass der Sauerstoff alle geht. Und da hinten, ist das da hinten nicht jemand? Weiß ich nicht. Hallo, möchte was tun können. Hallo, wir warten jetzt darauf, dass sie da vor sich hin segelt. Ich kann nichts tun, wir warten, bis sie aus dem Bild ist anscheinend. Ah. Ich kann. Weiter. Leben. Squall. Ah, sie ruft ihn. Was hat sie denn jetzt gedrückt, dass sie auf einmal doch atmen kann? Weil die ja auch alle voll eingewiesen sind, ne? Im Weltall klarzukommen. Aber ich gehe zu Rinoa. Du hast mich gar nicht gebraucht. Danke, Schwesterherz. Im Ernst? Du willst raus? Halt, wie willst du zurückkommen? Treibstoff und Sauerstoff werden im Nu aufgebraucht sein. Ihr werdet beide da draußen krepieren. Aber er wird sie nicht alleine da draußen lassen. Das ist Liebe, Leute. Ist auch eine sehr schöne Szene, dass sie da alleine halt, also dass sie nicht alleine draußen lässt, aber wie sie dann mit den Ringen an ihn erinnert wird. So voll romantisch und so. Jetzt aber, jetzt darf ich mich drum kümmern. Rinoa, wo bist du? So, jetzt, das ist das, was ich wollte. Ich habe nämlich jetzt ein bisschen Zeit, um sie zu finden. Ich muss sie von vorne erwischen. Ja, ich werde jetzt hier nicht groß rumwackeln. Wie gesagt, ich werde das jetzt auf gut Glück probieren. Da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Ich habe früher halt, wie gesagt, nach links und rechts und sonst wohin gemacht. Jetzt sind wir nämlich Squall. Jetzt ist auch der Timer. Ich habe zuerst gedacht, das wäre die Szene, aber war ich etwas voreilig. So. Ich habe keine Ahnung. Mit links, rechts, wo lang? Leute, wo lang? Wo soll er? Wo ist er denn? Ich glaube, den muss man immer im Bild wahrscheinlich haben. Kann das sein? Jetzt mache ich doch wieder die Links-Rechts-Scheiße hier. Ich werde mal weiter trotzdem nach unten gehen, sonst erwischen wir sie nicht. Ist sie denn? Die ist doch eher so nach links gedriftet. Wieso soll ich denn jetzt nach rechts wieder? Irgendwie ihn sehen oder what? Ja, Zeit ist um! Kann ich gleich nochmal machen hier. 5, 4, 3, 2, 1. Das war's. Scheiße. Wo war sie denn jetzt? Oh Gott. Rinoa treibt für immer durch den Weltraum. Noch einmal probieren. Natürlich probieren wir es. Der Antrieb zündet automatisch. Rendezvous erfolgreich, wenn sich Rinoa in der Bildmitte befindet. Ja. In der Bildmitte. Aber sie sieht man ja nicht. Rinoa, wo bist du? Guck mal. Hier so, da treibt sie jetzt so weg. Ach so, wir sind das. Ne? Genau. Also, wir sind das selber, die mit den Händen da sind. Und nicht da hinten der, dass das der Squall ist, der da näher kommt. Ich habe das immer andersrum verstanden. Ich check das jetzt erst so. Und dann muss man ja eigentlich nur auf sie
halten, weil das ist sie ja schon. Dann sehen wir sie ja schon. Na? Antrieb. So. Guck mal, dann verliert man sie auch nicht aus den Augen, weil man hat sie ja schon. Und ich, dumme Nase, ey. Was hab ich früher mich geärgert, als ich das nicht gerallt hab? Kannst du mal... Bildmitte, ne? Ich versuch's ja. Weil die treibt ja hier ganz schön schnell grad weg. Hallo! Bleib mal hier, Olle. Guck mal, wie sie einfach weg ist jetzt. Was soll ich machen? Schaffe ich das noch? Nee, ne? Auch wieder nicht. Hier, hier ist sie doch. Jetzt treibt die vor mir direkt über mir gerade hinweg. Willst du mich verarschen? Ja, willst mich verarschen. Renoir, wo bist du? Das sind meine Hände, nicht deine, die ich sehe. Da sie ja von alleine auf uns zukommt, muss ich mich darum nicht kümmern. Ich werde auf jeden Fall jetzt richtig schön nach rechts driften, weil die ist so schnell, die ist halt schneller als mein Kamerabild. Die Olle. Die soll ja in der Mitte da sein, ne? Und dann wird sie auch wieder nach oben ganz schnell gehen. Ja, wir bleiben weiter rechts. In der Einstellung. Denn sie kommt ja von alleine näher. Noch ist es in Ordnung. Auch wenn sie noch nicht mal mittig ist, weil wir es einfach nicht gebacken kriegen. Renoir, mein Schatz, ich hab dich gleich. Da, 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 da. So. Jetzt weiter nach unten. Diesmal geht sie nicht nach oben. Jetzt haben wir sie aber. Jetzt aber. Komm her, Olle. Oh, Gott sei Dank. Hab ich dich, du kleiner Regenwurm im All. Oh, ist das süß. Wie sich von hinten so an sie anschmiegt. Danke, Squall. Squall, ich habe deine Stimme gehört. Sag jetzt nichts. Ob wir gerettet werden? Ich werde dich retten. Oh. Oh. Kein Treibstoff. Ganz so romantisch ist es dann doch nicht. Fast kein Sauerstoff. Werden wir wirklich dahin treiben? Oder in der Atmosphäre verdunsten? Kann ich denn Renoir retten? Oh, wer ist das denn? Renoir, halt dich fest. Wie bewegen sie sich jetzt auf einmal zusammen so schnell mit dem Rest Treibstoff? Geht's jetzt zu, Adeli? Schön, dass wir das dann doch noch geschafft haben. Moinsen, nehmt ihr uns mit? Wo halten die sich gerade fest? An der glatten Oberfläche halt. Mit Saugnäpfen. Das ist die Ragnarok. Da bekommen wir doch glatt eine Errungenschaft dafür bei Steam. Die Ragnar. Dann rein mit euch. Habt ihr das doch noch mal so gerade eben geschafft? Wäre ja auch doof, wenn nicht. Wo das Liebespaar sich doch jetzt endlich gefunden hat.
Ach ja. So. Schön die Schminke im Auge. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir doch da mal. Das kann man ja mal machen. Wir nehmen mal wieder Steckplatz 1. Und dann, Sauerstoff ist vorhanden. Na dann, schön in die Kammer. Okay. Ja, würde ich sagen, ne? Sonst erstickt ihr noch, während ihr in dem Raum seid. Das wäre auch richtig blöd. Yeah. Sie haben es geschafft. Jetzt sie gerettet. The Held. Was ist? Danke, Squall. Du hast mich wieder gerettet. Ich schulde dir sehr, sehr viel. Keine Ursache. Mir war einfach danach. Bloß keine Gefühle zugeben. Oh, jetzt soll er sie umarmen. Was? Der Raumanzug hat vorhin gestört. Hä? Schmatz, schmatz. Schmatz, schmatz. Ganz fest. Oh Gott. Ich will dich berühren und fühlen, dass ich noch lebe. Leben. Wir haben gerade noch überlebt. Du hast recht, wir leben, aber unsere Lage, du verstehst? Du willst doch noch länger leben? Du willst doch zurück zu den anderen? Keine Vergangenheitsform? So ist es. Ja komm, man kann sie doch mal umarmen, ey. Nach dieser Weltraumaktion. Ah, er ist aber auch einer. Mal ganz kurz mal knuddeln. Das hätte ich ihr jetzt sogar gegönnt, der Rinoa. Aber gut. Squall halt. Gerade so im Weltraum fast verreckt, aber was? Ja, ich weiß nicht, sie ist nicht gekoppelt, ne? Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Wow. Was ist das? Keine Ahnung. Bäh. Voll das ekelhafte Vieh, ganz ehrlich. Hallo, das Alien-Raumschiff hier. Die sehen nicht sehr freundlich aus. Forst, wollen wir unentdeckt bleiben? Es könnte gefährlich werden. Wir sollten die Kopplung überprüfen. Sag ich doch, koppeln. Koppel, koppel, koppel. Okay, wen geben wir denn mal ab? Lass ich Diabolos beim drin? Nee, ich gebe Diabolos mal ab. Und du bleibst weiter auf Stärke, bitte. Ja, ich weiß, ich hab's noch nicht. Nee, rückgängig. Ich hab's noch nicht drauf mit dem Koppeln. Mit dem. So, jetzt ist das wieder rückgängig, ich Nase. Wegen Diabolos oder was? Wenn ich den wegnehme, ändert sich's dann? Nee, ach so, weil ich das andere. Ja, dann. Dann lasse ich das so. Wen kann ich denn dann mal abgeben? Also wir können ja eigentlich alles gerade nehmen, weil die anderen spielen ja gerade gar nicht. Also schauen wir mal. Da haben wir noch den Alexander, den können wir abgeben. Und dann hat die Selfie bestimmt auch noch jemanden. Genau, Leviathan und Cerberus. So, die können wir alle nehmen. Siren. Diabolos, Leviathan und Cerberus und Alexander. Und dann lasse ich es aber mit dem Diabolos und dann... Was mache ich denn mal? Ich gehe mal auf Magie bei ihr. Und hier gebe ich mal... HP wird geheilt. Weil wir wissen ja nicht, ob uns das nicht zugutekommt, wenn sie eine Heilerin ist in irgendeinem Kampf. Und so können wir es ja eigentlich lassen, ne? Oder? So. Ja. Gut, wie gesagt, ich hab's nicht drauf mit dem Koppeln gerade noch. Nicht. Mir ist zugesperrt. Müssen wir unten lang? Deswegen nehme ich immer dieses automatische Bums. Und hier ist zugewiesen, ne? Ich weiß, das ist nicht die beste Form. Da ist das Vieh. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man gegen den kämpft. Und der latscht hier unten so lang. Können wir dem... Oh.
Nee, wir müssen gegen ihn kämpfen. Alles klar. Ich dachte, man kann vielleicht schnell weghuschen. So, was haben wir denn hier für eine Nase? Blitzka, das ist schön. Das kann er ja mal lagern. Aber was wir brauchen ist... Eigentlich brauchen wir Cerberus. Der uns mal eben Doppelzauber und so Kram gibt erstmal. So. Ja. Wir lagern mal so ein bisschen nebenbei. Und wir müssen uns unbedingt schützen. Sonst sind wir hier bald drauf. Das kriegen wir aber hin. Cerberus ist gleich am Start und dann geben wir uns den ganzen Kram. Ah ne, das war Quasar. Ich glaube, gegen das Vieh hilft bestimmt kein Quasar-Kottel, weil der Zauber selber hat. Schauen wir mal. Oh, jetzt wurde ich geblendet. Wie unpraktisch. Ja, okay. Schwibbel. Nee, will ich gar nicht. Doppel reicht schon. Shell. Wieso kann ich den nicht anfeuern, den Typen? Ich kann nicht anfeuern. Oh nein, das hat bestimmt was wieder mit meinem Gamepad zu tun. Ich musste die Steuerung umändern. Scheiße, ich kann nicht anfeuern. Oh, wie ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ist ja doof. So, die Frau hat ja einmal Shell drauf. Und bitte auch einmal auf Squall. Achso, weil ich nur einmal habe, konnte ich nicht. Ich dachte, das gilt dann für beide. Das ist ja doof. Na gut. Hat sie vielleicht Brodes oder so? Ja. Immerhin. So, dann kannst du dir auch nochmal einmal Shell geben. Haben wir Shell, haben wir Protis, haben wir alles. Weiß Bescheid. Und ich habe gar nicht drauf geachtet, ob es ihn jetzt geheilt hat, das Vieh mit Quasar. Weil ich mit dem Anfeuern so beschäftigt war. Du darfst dich gerne mal selber heilen. Darfst du. Wir machen Shiva. Das ist doch wunderbar. Es wird das gehen, trotz Shell? Sehr schön. Ja. Ist okay. Ich will anfeuern. Oh. Ja, ich kann nicht anfeuern, Leute. Schlecht, schlecht. Warum auch immer. Nee. Zeigen wir mal, was die GF drauf haben, selbst ohne Anfeuern. Ich kann ja nämlich nicht mehr zaubern. Jetzt hat er nämlich Schweigen drauf. Super, das Ding ist tot. Gut. Yeah, yeah. Naja, so viel hatte er ja dann doch nicht. Keine Erfahrung. Aber ein Protestein haben wir bekommen. GF haben 5 AP bekommen. Tschüssi, du komisches Vieh. So, wo sind sie? Sagen die da noch was zu? Nö. Da sagt ihr einfach mal nichts zu. Hier ist eine Tür. Können wir da lang? Wir können da lang. Nein. Vector. Können wir vielleicht hier lang? Oh nein, jetzt müssen wir gegen alle kämpfen. Das ist ja blöd. Und es ist voll blöd, dass ich nicht anfeuern kann. Das muss ich mal mit der Steuerung überarbeiten. Oh doch, wir können durch die Tür. Aber wir könnten nur... Oh nein, die kommen alle jetzt. Scheiße. Scheiße.
Okay, ich werde mal einen Cut machen und ich werde die Steuerung mal überprüfen wegen dem Select-Dings. Also ich muss ja immer selecten und mit Viereck eigentlich anfeuern. Das ging gerade nicht. Aber gut, dann kämpfen wir mal schön gegen die Monsterchens jetzt. Ich wette, die haben alle unterschiedliche Schwächen und so. Gucken wir mal, ne? Im nächsten Part von Final Fantasy 8, Leute. Bis dann!